Hallo, ich bin André Sedlacek. Und ich bin Olli Hilbrück. Und wir wollen ein bisschen über Serien. Und James Bond reden. Und Olli, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind im UCI Bochum. Im Kino? Ja. Dann lass uns doch mal reingehen. Gerne. Mensch, Olli, du, ich und du, André, wir beide mal im Kino. Wir im Kino, ja. Geil. Wie stark ist das denn? Hammer, ja. Hammer. Film. Der Film fängt noch nicht an, wir können uns ein bisschen unterhalten. Unterhalten ist super. Und das Schöne ist, um uns herum ist auch niemand, der gestört wird. Nee, ist niemand hier. Ja, die Leute gehen nicht mehr ins Kino. Das ist so sieht's aus. Ja, ich war auch seitdem nicht mehr im Kino, seitdem der Lockdown sich langsam ein bisschen gelockert hatte. Okay. Nee. Ja, worüber reden wir? Über Serien, würde ich vorschlagen. Gute Idee. Also meine absolute Lieblingsserie ist The Walking Dead, weil die ganzen Zombies kommen mir optisch auch sehr nah. Endlich mal wieder jung fühlen. Genau. Ja. Und da habe ich alles gesehen. Also Fear the Walking Dead, diese Spin-off und so. Also ja, würde ich sagen, das ist meine Lieblingsserie. Und du kannst noch schlafen? Ich kann noch schlafen, ja. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn der Nachbar so nach Hause kommt. Ja, ja. Was ist denn deine Lieblingsserie? Meine Lieblingsserie ist Stranger Things, absolut, ja. Mhm. Okay. Und das ist die einzige Serie, die ich persönlich schon das zweite Mal geguckt habe. Zweimal? Ja. Beide Staffeln? Sagen wir doch alle drei Staffeln. Alle drei, Entschuldigung. Ganz genau. Schon drei Staffeln? Ja, ich habe alle gesehen, nur man guckt ja total durcheinander. Ja, und man wird ja auch irre, weil die vierte Staffel müsste jetzt eigentlich laufen, wurde aber nicht gedreht. Wir sind ja wieder beim C-Thema. Ah. Ist sehr aufregend. Hm. Lieblingsserie ist das eine, aber die beste Serie. Ach, da unterscheidest du. Ja? Ich unterscheide also zwischen emotional gefangen und finde ich geil. Gefangen bei The Walking Dead, sehr schön. Das ist ja die Lieblingsserie. Aber was ist die beste Serie? Also die beste, die je produziert wurde. Ist, ja, so vom Plot und so. Ja. Michel aus Lönneberg erzählt dann nicht. Aktuelle, also relativ aktuelle. Okay. Mhm. Also um dir mal eine Hilfestellung zu geben, bei mir ist zum Beispiel Breaking Bad. Ja, also bei mir ist das eindeutig Peaky Blinders. Ist ja auch eine ähnlich lange Geschichte und das hat mich auch sowas von abgeholt immer noch. Hast du denn auch einen Serientipp für Pärchen? Das ist ja total schwierig, finde ich. Also darum frage ich dich. Eine Serie zu finden, die Paare zusammen gerne gucken. Ich habe den Tipp The Handmaid's Tale. Mhm. Das ist eine Kracher-Serie, also die, wo ich glaube irgendwie, dass das was für Männer und für Frauen ist. Aber hast du auch einen Tipp für Serie, für Paare? Ja, jetzt gerade die aktuelle, Unorthodox, eine schon wirklich interessante Serie, die ich auch, eine sehr kurze Serie, die ich mit meiner Frau jetzt gucken konnte, weil das muss ich sagen, meine Frau guckt nicht gerne so viel und so lang, darum ist so eine kurze immer das Beste. Jetzt kommen Serientipps, also Dinge, die ihr unbedingt sehen müsst, oder André? Ich fange mal an, Narcos. Ja, soll eine tolle Serie sein. Hast du gesehen? Nein. Hast du nicht gesehen? Das ist, die ist schon ein bisschen älter. Escobar, Drogenbaron, Hammerserie. Mindhunter. Auch nicht. Auch nicht gesehen? Nein. Sorry. Mit wem rede ich hier? Hallo? Mindhunter geht um die Anfänge des Profilings beim FBI. beim FBI. Auch eine sehr, sehr, sehr gut gemachte Serie. The Boys. Nein. The Boys ist eine Comic-Verfilmung. Musst du wissen, läuft bei Amazon. Ich glaube, zweite Staffel jetzt. Das ist das Problem. Ich kann mir nicht alles leisten. Hammer. Serie geht um Superhelden, die aber total vermarktet werden und so. Mhm, The Boys, muss man gucken. Was habe ich hier? The Mandalorian. Oh ja, Mandalorian. Ja, also habe ich ja darauf hingefiebert, ne? Habe mir die Trailer täglich angeguckt, weil ich das so stark fand, weil ich ja so ein bisschen bekennender Star Wars Fan bin. Ganz klasse. Von dem Film selbst war ich persönlich ein bisschen enttäuscht. Also Geschichten fand ich so, na, ging so. Also von dem Film, von der Serie? Von den Serien, ja genau, von den einzelnen okay. Filmen, die da innerhalb der Serie sind, fand ich ein bisschen wenig. Wenn wir bei James Bond sind, dein Lieblings-Bond-Darsteller? Ah, das ist gar nicht so einfach. Mein Lieblings-Bond-Darsteller, den ich
als ich das erste Mal ins Kino gegangen bin, um einen Bond-Film zu sehen, war für mich Roger Moore der Darsteller. Den fand ich auch wirklich gut, bis ich Sean Connery gesehen habe. Dann fand ich Sean Connery gut. Dann fand ich ganz lange keinen so richtig gut, bis ich Daniel Craig gesehen habe. Und jetzt finde ich Daniel Craig gut. Daniel Craig, ne? Also ja. Nicht Craig. Ne? Ja. Ich sag's nur. Ja, Daniel Craig. Ja, ist bei mir genauso. Ich bin Generation Roger Moore. Finde natürlich Sean Connery auch eine coole Hupe. Aber Daniel Craig macht's schon richtig gut. Ich mag Skyfall sehr gerne. Ich Feuerball. Weil zu Feuerball habe ich auch eine Anekdote. Okay. Mein Papa, der war mal ganz früher, der war der Kinovorführer. Also, ne, hat richtig den Film gedreht. Ja, der hat noch richtig gedreht irgendwie. So, und der hat mal einen Wettbewerb gewonnen. Und zwar hat er für den Film Feuerball hat der Werbung gemacht mit so Taucherflossen mit 007 drin, auf dem Gehweg vor dem Kino ins Kino hinein und bis ins Foyer, also mit diesen, weil der Film spielt ja zu 80% unter Wasser, also Feuerball. Und dann hat der mit diesen Taucherflossen Werbung gemacht und hat den ersten Preis gemacht beim Filmverleih. Die haben halt so ein Preisausschreiben gemacht, wer macht die beste Deko oder Werbung für den Film Feuerball. Und da hat mein Papa gewonnen. Toll, mit den Flossen. Mit den Flossen. Ich mag den Film auch ganz gerne, weil der Graf Lippe dann vorkommt. Und ich komme ja aus Lippe, Detmold, und da habe ich natürlich einen echt regionalen Bezug. Don't shed a tear. Die Damen spielen ja auch immer eine richtig große Rolle. Wer ist denn bei dir das beste Bond-Girl? Also ich glaube, Sophie Marceau, heißt sie so? Marceau. Ich kann sie noch nicht Sophie einmal Marceau aussprechen, das Bond-Girl. Hauptsache, du kannst sie ansprechen. Das war bei Die Welt ist nicht genug, ne? Mit Pierce Brosnan. Ja. Hat sie, Elektra hieß sie da, ne? Oui, ja. Und okay. Dein Bond-Girl? Monica Bellucci, die finde ich ja schon ziemlich gut. Monica Bellucci, ja. Das war aber im... Die hat in dem letzten bis jetzt in dem Spectre gespielt. Ah. Ja. Ich hatte den Lotus, der tauchen konnte. Du wirst vielleicht überrascht sein, aber hier kommt der Lotus, der gerade auftaucht. Nein. Und in die Kamera fährt. Jetzt auch hier im Tauch- und Schwimmmodus. Jetzt pass auf, jetzt hier draufdrücken, einmal da draufdrücken. Pass auf, siehst du das? Bam, das so sieht's aus. Das waren noch Autos, oder? Ja. Das und das ist, um es zu sagen, das ist noch das Originalspielzeug, meinst du? Man kann es ja heute bei eBay alles ersteigern, aber nein, das ist wirklich mein gutes Stück. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe noch eins, was ich fast besser finde. Und zwar kommt das jetzt von der Seite von da. Wenn du darf ich das, kurz, wenn ich ja, das anfassen darf? Mal, du darf darfst ich auch kurz darf mitspielen. Also hier der Aston Martin. Und ich persönlich bin ja ganz begeistert, dass sogar noch... das kleine Männchen drin ist, was rausfliegt, wenn man den Schleudersitzmodus betätigt. Was wir jetzt nicht machen wollen. Das will ich nicht machen, weil wenn der hier im IMAX ist, dann ist er weg in diesem riesen Kino. Also zum Abschluss des James-Bond-Themas machen wir noch ein kleines Quiz. Oh. André, da freust du dich, ja? Ich freue mich über Quiz, auf jeden Fall. Ich habe für das Bond-Buch alle Bond-Bösewichte gezeichnet. Ja. Und ich zeige dir die jetzt. Mhm. Ihr seht die auch. Mhm. Und André muss raten, welcher Bösewicht ist es? So, wir fangen mal an, ne? Ja, sehr gerne. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Das ist hier von Goldfinger, der, ich weiß nicht, wie er heißt, Gerd Fröbe, hat den auf jeden Fall gespielt. Gerd Fröbe. Ja. Jetzt überleg nochmal, wie der heißt. Gerd Fröbe. Ja, im Film. Das weiß ich nicht. Goldfinger, meine Güte. Ja, aber das habe ich doch gesagt. Der hat doch einen richtigen Namen. Nein, er hat keinen richtigen Namen. Doch, hat er doch. Nein, doch, der heißt Auric Goldfinger, heißt er. So. Das ist der Mann mit dem goldenen Colt, Scaramanga. Ja, genau, Scaramanga. Drei Brustwarzen. Christopher Lee. Sehr ja, so. Sehr. Das ist den Namen, weiß ich nicht. Der ist jedenfalls bei Moonraker ins All geflogen. Genau, ja. Habe ich ganz gut getroffen. Ja, finde ich auch. Hugo Drax. Der ist auch sehr schwierig mit dem Bart und so. Ja, Hugo Drax, der Typ, der diese ganzen Moonraker-Fälle gemacht hat. Ja, Dr. No, genau. Ja. Dr. No. Mit den Plastik-Händen.
Julius No heißt der. Ach, Julius. Also der hat auch einen Vornamen, Julius. Ja, ja. Julius. Ja. Julius. Julius. Wurde er die ganze Zeit gerufen. Julius, kommst du mal? So, den, No. No. So, hier, der Nächste. Ja, das ist ja der Stromberg, ne? Karl Stromberg. Karlchen, ja, genau. Gespielt von Kurt Jürgens. Viele Kurt Deutsche Jürgens. Spielen Bösewichter bei Bond. Ja, eigentlich nur. Mhm. Sag mal, und habe ich jetzt was gewonnen? Nee. Habe ich denn was gewusst? Du hast so wenig Serien Moment, Erfahrung. Wir sind jetzt irgendwie. Also wir sind bei James Bond. Ja, nein, Bond irgendwie. Du hast nichts gewonnen. Ein tolles Quiz. Popcorn oder so hätte ich gern. Ja, jetzt sind wir durch. Jetzt müsste der Film auch langsam mal anfangen. Ja, ne? Also mir fällt jetzt auch langsam nichts mehr ein, was ich mit dir so bereden könnte. Ja. Film ab! Jetzt habt ihr den Film gesehen, schönes Ding. Aber ich glaube, der André braucht noch ein bisschen Nachhilfe in Sachen James Bond mit der Lizenz zum Totlachen, Cartoons im Auftrag Ihrer Majestät. Bitte schön, André. Ja, wunderbar. Und für dich, mein lieber Freund, habe ich Stranger Things, Cartoons für Serienjunkies. Oh mein Gott!